Seite der Straße und der Eisenbahn. Und das halte ich auch für sehr sinnvoll, weil wir immer mehr Einpendler haben und wir die Parksituation am Bahnhof Scharndorf gesehen haben, da stehen sie schon auf der Straße mit dem Acker und überall. Das heißt, es ist der Beginn der Zone 2 in den öffentlichen Linien, das heißt, es ist äußerst sinnvoll, dass dort was Großes hingebaut wird. Dann geht es weiter herunter zum Bahnübergang Blumengasse, wobei das der einzige ist, wo ich immer davon ausgegangen bin, dass wir nicht um eine Beschrankung umherkommen, weil dort alles schon so verbaut ist, dass sich meiner Meinung nach nichts anderes ausgegangen wird. Es ist dort die Beauftragung ergangen in der Besprechung, dass auch dort gedacht wird an eine Überführung. Wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht, aber wir kriegen das erst wieder präsentiert von der GKB. Wenn man dann weiter herunter geht, Flurgasse ist es nicht, Feldstraße, danke, Feldstraße. Feldstraße ist es jetzt ja so, dass zwei Kreuzungen quasi sind. Die erste Kreuzung Richtung Eibiswald ist so, dass es dort neben eine Brückenerneuerung sowieso gibt, neben der Gemeindestraße und dahinter nur ein Haus steht, das ehemalige Bahnwärterhäuschen, wo jemand wohnt. Das heißt, diese Unterführung, die dort geplant ist, wird von der Radfußgänger erhalten werden und PKWs und kleinere Traktoren werden dort durchkommen. Mit größeren Maschinen und Feuerwehr müssen wir über die andere Seite fahren. Das heißt, diese Erschließung wird dort möglich sein und die nächste Eisenbahnkreuzung, die nach Lanach übergeht, die dort ist, dort dahinter liegt quasi nichts, was erreicht werden muss. Das kann man also von der anderen Seite erreichen, wird aber dort auch möglich sein, dass entweder dort oder im Bereich Picknickplatz bei der Unterführung zumindest Fuß, wie gesagt, Fuß und Radläufig muss eine Erreichbarkeit gegeben sein, damit künftig unser neues Sportzentrum, wenn es denn kommt, über das wir weiter reden, erreichbar ist. Das heißt, diese fußläufige Erreichbarkeit der Naherholung für die Liebhofer soll erhalten bleiben. Und wenn man dann noch weitergeht zur Flurgasse, dort gibt es jetzt eine Überführung und eine Überführung und dann Kreuzung. Und statt der Kreuzung soll eine zweite Unterführung kommen, die ist auch projektiert. Der Übergang direkt auf der Bahnhofstraße ist bereits geschlossen und durch die fußläufige Unterführung auf dem neuen Park- und Parkplatz gegeben. Sobald ich da mehr weiß, werde ich euch wieder darüber berichten, beziehungsweise werden wir auch Beschlüsse fassen müssen, weil natürlich die PKB aller Voraussicht nach da eine Kostenbeteiligung haben möchte. In welcher Form wird dem Verhandlungsgeschick von mir und dem Herrn Johann verblieben, wobei der Herr Klugmann hat der Verhandlung bereits festgestellt. Gut. Das war der Bericht des Bürgermeisters. Ich darf jetzt weitergehen zur Fragestunde nach § 54 der Steuerischen Gemeindeordnung und darf um eure Fragen bitten. Ja, der Frage, kannst du uns schon ein Update geben, wie es ausschaut bei den 50er zwischen Libok und Scharndorf? Und weiß ich im Moment nur, dass wir eigentlich die Genehmigungen haben, aber die Tafeln müssen von der Straßenverwaltung aufgestellt werden und die haben noch keinen Termin gefunden, leider. Also ja, liegt alles vor. Die Genehmigungen sind ein halbes Jahr alt, plus minus. Ja. Wir werden noch einmal nachfragen. Wir haben das schon öfters probiert. Wie gesagt, auf der Gemeindestraße und überall dürfen wir die Tafeln austauschen. Da dürfen wir sie nicht austauschen. Und da das Ganze ja quasi auf eine gute Initiative basiert ist und auch dann durchgegangen ist, aber nicht, sage ich mal, auf Gegenliebe bei den höheren Beamten geschlossen ist, weiß ich nicht warum. Ja. Vielleicht. Es ärgert mich auch jedes Mal, wenn ich durchfahre. Also, so, dass es noch nicht so ist. Weitere Frage? Ja, ich habe eine. Ich möchte mir mal, ich habe mich bei den. Bei der Tamara schon bedankt, aber auch bei dir bedanken, dass das Häuschen sauber ist, oben beim Dödel. Das Plakat ist weg. Und der Riesen ist verbannt, was die Haltestelle. Aber jetzt komme ich zu meiner Frage. Ja. Ich habe Fragestunde am 12.12. eben noch verbringen, einen Spiegelkoch auf Ausfahrt zur Backerstraße. Okay. Gibt es da vielleicht schon was Neues? Hätte ich im Anschluss beantwortet bei den offenen Fragen, kann ich aber gleich auch sagen. Bitte. Damals war hinsichtlich der Möglichkeit, den Studierenden des Verkehrsspiegels im Bereich Ausfahrt Hochstraße, immer hoch auf Backerstraße, da die Sicht sehr schlecht sei. Genau. Wir haben daraufhin jetzt vorige Woche am 13.03. die Vertreter der Straßenverwaltung und der Bushaltestelle heraus gehabt. Und da gibt es zwei inhaltliche Antworten. Bei der Ausfahrt Hochstraße von Graz kommen ist seitens der Straßenverwaltung keine Bewilligung für
Parkplätze auf dem Kostschikoro verteilt worden. Das ist der erste Hinweis, wo man sagt, man sieht nach links schlecht. Und auf die andere Seite Richtung Volzberg wird die Bushaltestelle aufgelöst und um ca. 150 Meter nach vorne Richtung Volzberg verlegt. Somit ist der Sichtwinkel auf die Fahrbahn Volzberg-Graz ausreichend gegeben und damit ist der Verkehrsspiegel nicht mehr notwendig, der ja wieder von der Straßenverwaltung genehmigt werden müsste. Und weiß der Koch auf, dass er da nicht mehr packen darf? Das machen wir mal so. Werden wir ihm auch ziemlich leider, ja. Und auch nichts hinstellen, seine A-Tafeln und das, das wäre ganz nett. Weil es ist wirklich, weil es stehen oft LKWs auf dem Weg. Ich habe das, hab das jetzt vorige Woche am 13.03. das erste Mal auch erfahren im Zuge dieser Verhandlung. Aber ja, wir werden dem nachgehen. Aber wird der Spiegel nicht komplizierter gewesen? Also das Problem bei einem Spiegel ist, ein Spiegel, das muss man natürlich dazu sagen, jeder möchte immer einen Verkehrsspiegel, hätte ich auch früher so gesehen, nachdem ich es baute, dass ein Spiegel funktioniert und den ganzen Winter nicht, der nicht beheizt ist. Dieser beheizt, musst du irgendwo einen Strom herkriegen. Es ist mit diesem Spiegel oft eine Enttäuschung. Ich bin das letzte Mal selber fast wo reingefahren, weil in dem Spiegel sich da die Abstände nicht. Aber der Spiegel ist, glaube ich, nicht immer das Ideale. Manchmal ist er unumgänglich und in vielen Bereichen auf Gemeindestraßen, wo Leute einen Spiegel verlangen, muss man ehrlich dazu sagen, würde jeder dort 30 fahren, wo 30 vorgeschrieben ist, bräuchte man auch oft keinen Spiegel, weil dann sieht jeder den anderen gleichzeitig. Gibt es noch eine Frage? Ja. Achso, bitte. Okay. Die letzten zwei Jahre hat es immer eine Bürgerversammlung gegeben. Da schaut es nicht heuer aus. Es wird heuer auch eine Bürgerversammlung geben. Wir haben die Bürgerversammlung deswegen aufgehoben, weil wir heuer uns sowieso noch wegen der Änderung der Auflage des Flächennutzungsplans und der Präsentation eine machen müssen. Und deswegen ist das Ganze, haben wir gedacht, wir fassen dann alle Themen zusammen, weil da kommen vielleicht mehr Leute in die Folge fahren. Dass die findet statt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir schon versorgen werden, die Verzögerungen der CDS-Bausch. Das heißt Sommerveranstaltung. Früher Sommer, Herbst, ich hasse dann alle Sommer, wie weit das sehen wir im Bausschuss, wie weit wir kommen, wir werden wir dann in die Gemeinde auch beschließen für ihn. Ich würde mal die Becken schauen, wenn man endlich durch das Jungskund können oder dazwischen, dass wir dann weiter durch werden. Darf ich? Bitte? Jetzt betrifft es aber leider nicht, jetzt betrifft es Jürgen, den Rübler. Ich habe nur eine Frage, und zwar, warum wir keine Kinderschulausschusssitzung machen können. Aber die Ausschreibung von Sommerhort ist schon draußen und wir haben noch nichts beschlossen. Wohin haben wir schon? Wann? Wann haben wir die Sitzung? In der letzten Sitzung im Dezember. Im alten Jahr auf alle Fälle noch. Dann nehme ich meine Frage zurück. Da waren wir ja auch schon dabei. Ja, ich war ja das kann ich bestätigen, weil da haben wir darüber gesprochen, dass das über den ganzen Sommer hinweg sein soll. Warte, warte, Hans Kender hat dabei. Danke. Okay. Gibt es noch eine Frage? Ja, die Frage bitte. Ich habe im letzten Mal ist gesprochen worden, gefragt worden wegen dem Wirtschafts- und Budgetausschuss in der Einladung zur ersten Sitzung der Austragassen. Im Frühjahr wird einmal die Einladung ausgeschrieben. Ja, aber war jetzt alles ein bisschen tragisch wegen dem Memoring Open, da haben wir immer keinen eingelassen. Das ist, bin ich etwas schuldig, werden wir nachholen jetzt, dass man da ist. Ja. Und die zweite Frage hätte beim letzten Mal hat die Frau Meixner gefragt, wegen die Hundekotzacker. Du hast gesagt, da gibt es irgendwas mit der Citybox, das sich gerade angeschaut und wird geprüft und da gibt es Angebotsanholung. Ja, wir haben die Citybox im Vorstand besprochen am letzten und haben nur noch nicht die Erhebung durchgeführt, wo die idealen Stellplätze sind. Es gibt da Leasing-Varianten. Aber wir wollen das bis zum nächsten. Ich habe das im Vorstand der Gemeinde noch machen, die Leasing Variante. Wir wollten auch wissen, dass die versichert sind, dass sie zerstört werden. Genau, danke. Das war einer Punkt, den der Vorstand in Auftrag gegeben hat, sonst wäre da nicht die Gemeinde noch sitzen gewesen. Bei der Leasing Variante, wer ist haftbar oder wer ist für die Wiederherstellung verantwortlich, wenn im Leasing-Zeitraum immer diese zerstört. Autounfall, Vandalenakt, was auch immer passiert, wer ist dafür verantwortlich? Der Vorstand hat den Auftrag, nein, das wird es vorher noch abklären, das ist jetzt leider noch nicht rausgegangen. Okay. Das ist auch wieder danke. Ja. Ich habe noch eine Frage, zwar nicht weiß ich, wie wichtig, aber der Kulturausschuss heißt ja Kultur-, Informations- und Redaktionsausschuss.
von Information und Redaktion ist aber da noch nie irgendwas gewesen, oder? Wir machen die Redaktion. Ja, nachdem das, glaube ich, in letzter Zeit mit der Zeitung hervorragend funktioniert, dass jeder seinen Beitrag unzensuriert veröffentlichen müsste kann, müsste er eigentlich gar nicht zur Heißigkeit bei einer nächsten Sitzung noch ändern. Also ich glaube, wenn das miteinander so bleibt, wie es ist, dann brauchen wir diesen Zusatz im Titel nicht mehr. Hast du recht, können wir gemeinsam, wenn wir vielleicht beim Wirtschafts- und Budgetausschuss was ein abändert, dann beim nächsten Mal auch mit umändern. Danke. Ja, ich habe eine Frage an den Andi und den Moser. Weil wir gerade beim Miteinander und bei der Zeitung sind, das passt irgendwie gut. Ja. Ich habe in den letzten Lieberer Nachrichten folgenden Absatz gelesen. Der Gemeinderat Tom Roth forderte mit Verbissen und Unterstützung des Genossen Gemeinderat Hans-Peter Blauschnick, den FPÖ-Gemeindekassier Herwig Sorger aufgrund seiner Krebserkrankung auf das Amt des Kassiers zugunsten der SPÖ zu verzichten. In weiterer Folge entwickelte sich eine rötliche Angriffswelle mit allerlei fantasievollen Ansagen und obwohl alle beteiligten Marktschreier bla bla bla. Ja. Meine Frage, wie viel Wahrheitsgehalt siehst du in der Aussage? Was? Wie viel Wahrheitsgehalt? Dass die zwei gesagt haben, dass aufgrund seiner Krebserkrankung zu gehen, ja? Ja, weil er nicht imstande ist, oder? Haben sie das gesagt? Du weißt genau, sie dass es das um das gegangen ist. Sagen wir mal so. Du weißt aber genau, dass es um das gegangen ist. Um die Nachbesetzung wegen der EFE, weil nicht klar war, wer Prüfungsausschussobmann wird. Und dass die Frage dahingehend war, dass einer von euch Prüfungsausschussobmann wird und dann der Kassier nicht gleichzeitig Prüfungsausschussobmann wird. Nein, so war es nicht. Okay, das Gemeinderatsprotokoll sagt was anderes. Aber okay. Ist deine Meinung, oder so war es nicht? Die Frage an Stefan direkt. Stefan, wie viel Wahrheitsgehalt siehst du in der Aussage? Ich glaube, es ist eine Mischung, also ein Missverständnis, aber auch dessen, dass es nicht in der Gemeinderatssitzung, aber also an anderer Stelle hätte es auch so verstanden werden können, wie es anscheinend die FPÖ verstanden. Ich glaube, dass man mit diesem Thema auch, gerade vorher, wenn wir das gute Zusammenarbeit hätte, vielleicht abschließen können, im Zuge der weiterhin guten Zusammenarbeit. Es sind da sehr große menschliche Emotionen und Tragödien in letzter Zeit bei uns drinnen wie verhaftet. Und man sollte darauf bitte auch Rücksicht nehmen und vielleicht nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, wie es der eine gemeint hat, wie es der andere verstanden hat. Vielleicht kann man das außerhalb der Gemeinderatssitzung klären und wir brauchen uns mit dem Thema nicht mehr da befassen. Ich hoffe, dass das Thema auch damit erledigt ist und wenn noch irgendwas offen ist, vielleicht kann man für das Unterrang im Anschluss auswählen. Ja, sehr dankbar. Danke. Gibt es noch eine Frage? Ich hätte eine Frage. Bitte. Das letzte Mal hat er gesagt, in dem Lehrlingsevent, dass einige Firmen aufgesprungen sind. Ja, wir haben nicht abgesprungen, wir haben einfach von den Anmeldungen her zu wenig und ich habe gesagt, dass wir darauf warten werden. Es hat jetzt vor zwei Wochen ein ganz tolles Event in von Leiden stattgefunden, wo eine Berufsorientierungslauf, so hat es geheißen, stattgefunden hat. Auf den wollte ich eigentlich warten, dass ich mir das anschaue, kann ich das machen. Und jetzt bin ich auf der Suche, weil dort oben hat dann eine Firma sich wirklich hineingekauft und hat das mit den anderen organisiert. Da waren insgesamt auch nicht viele Firmen, aber die haben einen Stationsbetrieb aufgebaut gehabt, wo es darum gegangen ist, dass die Jugendlichen wirklich zumindest 5 verschiedene Handwerksberufe ausprobieren können und dann eine bessere Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, bin für jede Hilfe dankbar. Vielleicht können wir das auch als Gegenstand machen für den neuen zu konstituierenden Wirtschafts- und Budgetausschuss, dass man dort jetzt wirklich dann intensiver angeht, dass wir das auch noch zusammenbringen, dieses Lehrlingsevent. Es ist auch ein großes Interesse von mir, nur es ist im Moment so viel zum Tun, dass ich bis, also erstens würde ich das Event erwarten und zweitens bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber gerne bereit und ich hoffe, dass ich dann eine Mithilfe habe. Bitte. Aber für heuer? Ja, heuer wäre es noch schön, es ist ja ganz egal, wann du die Berufsorientierung machst, wenn du mit den dritten Klassen Volksschule machst und wenn du die neue Mittelschule einlädst. Also ich glaube schon, wenn du den Berufsorientierungspunkt in den Vordergrund stellst, um den Fachkräftemangel quasi zu bekämpfen, dann hast du schon, dann sind wir zeitlich nicht so geprägt. Weil ob der in der dritten Klasse schon weiß, was er noch der vierten macht, ist genauso hilfreich, wie wenn er vielleicht in der vierten einen Anreiz kriegt, was kann es doch für mich sein. Dass es für einen heiligen Herbst oder spät ist, ist mir bewusst. Gibt es noch eine Frage? Das ist nicht der Fall, dann habe ich
eben die eine Frage, die vom letzten Mal offen war, die habe ich schon beantwortet. Und es ist aber noch eine zweite Frage vom 22.12. offen. Also da ist es thematisiert worden. Und es ist umgangen in der letzten Gemeinderatssitzung der Gemeinderat Weiß, der mittlerweile ausgeschieden hat, gefragt hat nach dem Aufstellen der Scherengitter bei der Veranstaltungshalle. Und wir werden weiterhin versuchen, im Zuge von Veranstaltungen die Scherengitter wieder aufstellen zu lassen. Die Parkverbotshalte und Parkverbotstafeln sind bei der Wohnanlage Enstal im Bereich der Privatparkplätze eingerichtet mittlerweile. Und in der Wohnanlage im Bereich Grundstück Friedau, wenn das fertiggestellt ist, wird es in diesem Bereich auch möglich sein, eine Entlastung bei Veranstaltungen herbeizuführen, quasi diese Straße dann so zu sperren, dass man die Ausweichbühne nehmen kann. Das war die Fragestunde und jetzt kommen wir zur Tagesordnung. Vor Eingehen in die Tagesordnung darf ich noch ein paar Ergänzungs- und Änderungsanträge stellen. Und zwar die Änderung ist, dass der Tagesordnungspunkt